Hallo Konfuzeier, schön, dass ihr wieder da seid. Hier ist sie wieder, eure Josie, mit einer weiteren Folge vom realen Irrsinn. Und bevor wir uns das zusammen angucken, ein kleiner Disclaimer. Das Werbesendung da oben, Dauerwerbesendung steht drin, weil es hier immer wieder mal dazu kommen kann, dass ich Werbung droppe, für die ich aber nicht bezahlt werde, für die ich nichts bekomme, die aber einfach im Zuge dessen, dass ich etwas sage, passieren kann. Und das ist eine kleine Absicherung. So, als Hinweis. So, wir haben heute eine reale Irrsinnsfolge, die uns vorgeschlagen worden ist vom Schildi 01 oder vom Schildi 1. Und zwar geht es um ein zugemauertes Fenster. Ja, wir hatten es gerade mit einer Mauer, die kein Mensch will, weil sie in diesem Stadtteil absolut hässlich aussieht. Und das kann ich nur bestätigen. Jetzt haben wir es mit einem zugemauerten Fenster. Und Kistenkater, ich mache manchmal verbale Schreibfehler und du machst sie halt schriftlich. Das gleicht sich wieder aus, also keine Sorgen. Gut, wir schauen uns zusammen an, was der Schildi uns da reingestellt hat diesmal. Wie gesagt, die Folge heißt Zugemauertes Fenster und er hat dann dahinter doch geschrieben gehabt, dass es um einen unmöglichen Vermieter oder Hauswirt geht. Ich bin da mal gespannt, also... Die Aussage in diesem Zusammenhang, oh, das lässt etwas Ernsthaftes zu, das ist nicht so schön. Und wir schauen es uns zusammen an, also starten wir rein. Sehen Sie heute die Geschichte einer einmaligen Wohnraumumgestaltung. Ja, also erstmal, kurz, eine einmalige Wohnraumumgestaltung, also das ist... Schönes, bodenständiges Wohnzimmer, würde ich jetzt mal sagen. Weinträger sind es auf jeden Fall auch, sie haben Weinkelche da stehen. Aber den Anfang fand ich gut. Also dieses Intro hatte ich bis jetzt noch nicht. Das ist entweder neu oder, das heißt, es dürfte wahrscheinlich wieder alt sein, weil die neuen haben ja gar keine mehr. Aber das Intro fand ich gar nicht so schlecht. War toll gemacht. Seit 27 Jahren wohnen Rolf und Karin Quedenbaum in ihrer Mietwohnung in Schönkirchen bei Kiel. Also Kiel, wissen wir jetzt schon mal, da wohnen sie, oder in der Nähe, links. Ah, eine Katze haben sie auch. Aber jetzt mal eine Frage. Hattet ihr jetzt auch gerade, falls ihr das kennt, die Sendung mit der Maus? Er sah dem Armin aus der Sendung mit der Maus sehr, sehr ähnlich. Finde ich jetzt. Sehr interessante Dings. Und ja, das Klavier im Hintergrund habe ich auch gesehen. Also Klavier, ja, Klavier. Ich hätte ein Klavier, dann würde ich viel klimpern. Und das Singen lasse ich jetzt sein, sonst kommt ihr alle nicht wieder. Bislang im eher konventionellen Wohnambiente. Doch als die Quedenbaums vergangene Woche aus dem Urlaub nach Hause kommen, hat ihr Vermieter eine pfiffige Wohnidee für sie vorbereitet. Nein, nicht wirklich. Er hat nicht eine Mauer hochgezogen, direkt vor dem Fenster. Hat der sie noch alle? Geht's dem noch ganz gesund? Also, hallo? Also, ich würde ihn wieder einreißen, ganz definitiv. Vorschlagkammer raus, Mauer weg, ganz einfach. Eine Betonwand direkt vor dem Wohnzimmerfenster. Wie originell. Die beiden Rentner können ihr Glück kaum fassen. Wir sind völlig schockiert, so schockiert, dass ich kann es eigentlich gar nicht in Worte fassen, weil man nicht annimmt, dass so etwas zwischen Vermietern und Mietern möglich ist. Naja, möglich ist es ja schon, das hast du ja gerade gesehen, weil sonst würde es ja nicht passieren, aber ich finde das eine Frechheit. Was für eine Begründung hat der Vermieter dafür, vor das Wohnzimmerfenster eine Mauer hochzuziehen? Abgesehen einmal davon, das ist jetzt, soweit ich das Baurecht kenne, weil wir das auch hier schon bei uns hatten, gibt es bestimmte Abstandsregelungen für Mauern, die man hochzieht. Und da ist gar kein Abstand. Abgesehen die arme Katze. Die kann nicht immer mehr rausgucken. Die sieht immer nur Wand. Ermöglicht wurde den Mietern jetzt ein ganz neues Wohngefühl. Der rohe Beton verleiht dem Wohnzimmer einen lässigen Industrieschick. Entspannen in moderner Luftatmosphäre. Also, eins würde ich gleich von vorne weg machen, wenn das passiert. Miete kürzen. Mindestens, wenn nicht noch mehr. Also, ich denke mal, also so
50%, wenn nicht sogar mehr, dürfte da schon drin sein. Bis die Mauer wieder weg ist. Kann man schon was einsparen. Die neue Betonwand ist Teil eines Anbaus, den der Vermieter hochgezogen hat, während das Ehepaar für 3 Wochen im Urlaub war. Aber sonst ist er noch ganz gesund, oder wie? Die Baugenehmigung würde ich gern mal sehen, wie er die durchgekriegt hat. Weil rein theoretisch dürfte er das nicht hingekriegt haben. Denn dem Bauamt müsste ja bekannt sein, dass dort Fenster sind. Und wenn er da was anbaut, das geht nicht. Das darf er gar nicht. Also, mein Verständnis mäßig nach. Also, nee. Seine raffinierte Umgestaltung möchte der kreative Kopf nicht kommentieren. Ja klar, das war auch wieder verständlich. Wieso sollte man seinen Unsinn auch noch bekannt geben? Wie gesagt, also das geht, ja. Nee, also das ist ja wohl echt. Ja, genau, stimmt, das kommt noch dazu. Kistenkater hat's geschrieben. Die Stromrechnung geht da massivst in die Höhe, weil du musst ganz da das Licht anhaben. Da hat er recht. Gerade bei den derzeitigen Strompreisen. Was muss in so einem Kopf vorgehen? Ne? Sie müssen sich das mal vorstellen. Ne? Sie sind hier Bauherr und backen den Mietern einfach das Fenster zu. Das mangelnde Tageslicht ist beim angesagten Industrielook kein Problem. Ja, man kann ja die Lampen einschalten. Der Stromanbieter freut sich. Definitiv. Die Umwelt nicht. Eine Leselampe liefert dezentes Kunstlicht, das sich optimal mit dem lässigen Grau des Betons ergänzt. Das Fenster ist 2 Meter breit, 1,70 hoch. Das ist kein kleines Loch. Wir haben eine Aussicht gehabt bis hinten nach Mönckeberg-Heikendorf. Da konnten wir die Waldränder sehen, wir konnten die Häuser hinten von Mönckeberg sehen. Ja, und jetzt seht ihr Mauer. Wie gesagt, also ich würde den Vermieter definitiv verklagen und ich glaube schon, dass man da gute Chancen hat. Weil das geht so nicht, das ist völliger Unsinn. Und jetzt kann man die Häuser, oder besser das Nachbarhaus, noch viel besser sehen. Also es ist schon eine Beeinträchtigung, ne? Schön. Beeinträchtigung? Also er hat Optimismus, das muss man ihm lassen. Also er ist sehr optimistisch mit der Aussage. Schöner wohnen in Schönkirchen. Ein Ehepaar genießt seinen Ruhestand im modernen Industrieschick. Nee, also ganz, ganz ehrlich, nee, das geht überhaupt nicht. Also, private Vermieter haben manchmal echt lustige Ideen und, also, ich würde vor Gericht gehen, definitiv, weil das geht so gar nicht. Wir haben das schöne Glück, dass wir hier gut wohnen und alles, was rundherum ist, alles unserer Hausgesellschaft gehört, bei der wir leben. Und die entsprechend auf solche Ideen gar nicht kommt. Das ist genial, obwohl hier in Frankfurt momentan viele neue Wohnungen gebaut werden. Dafür wird aber auch viel Büroraum weggemacht. Also das muss man auch sagen. Ich sehe das gerade, wenn ich morgens die ganze Zeit jetzt gefahren bin durch Niederrath. Hier, das ist der Nachbarort, Nachbarstadtteil, so rum. Da ist ja eigentlich, früher war das Bürostadt, hieß Bürostadt Niederrath. Und mittlerweile ist das zu einem richtig gut bebauten Wohngebiet geworden und zwischendrin sind dann halt noch so ein paar Bürohäuser. Gar nicht schlecht. Also ja, aber das ist wirklich Frechheit. Ich danke dir aber auf jeden Fall, lieber Schildi. Danke für den Vorschlag zu dieser Folge. Das ist richtig toll. Also die Folge ist toll, nicht das, was in der Folge besprochen worden ist. Das ist absolut eine absolute Sauerei und da fällt mir auch nicht viel mehr dazu ein. Ja, also es ist schade für die Mieter langjährig. Man hat sich natürlich dann auch schon ein bisschen so eingerichtet und möchte dann ungern vielleicht umziehen. Aber das ist wohl auch was man sich überlegen sollte, dann bei sowas da noch umzuziehen. Genau. Ja, genau. Ja, ich weiß. Ja, Niederrath. Stimmt, mein Mann schreibt es gerade. In Niederrath haben wir das Heizkraftwerk und dem Heizkraftwerk ist die Kläranlage angeschlossen. Und im Sommer, wenn es dann natürlich warm ist und dann so die Düfte aufsteigen und man macht die Fenster auf, dann hat man richtig schön, wenn man in der falschen Windrichtung wohnt, natürlich das Ganze schön auch in der Wohnung drinne. Das ist, ja, okay. Und
Oh, der Heizkraftwerk ist auch ein schöner Name für ein Parfüm. Sollte man vielleicht mal machen. Hey, das sollte man, wäre vielleicht eine Idee. Das solltest du dir patentieren lassen, bevor dir das irgendeiner klaut und das dann als Parfüm teuer verkauft. Also, wenn ihr es kaufen könnt, hier habt ihr es zuerst gelesen. So, genau. Gut. Mir bleibt aber jetzt noch zu sagen, erst einmal, wie gesagt, Dankeschön, lieber Schildi, für die Folge. Dir ein Däumchen hoch und danke, dass du immer so viele schöne Vorschläge machst. Wenn euch die Folge hier gefallen hat, würde ich mich auch über ein Däumchen hoch freuen. Und natürlich, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann den Abo-Button klicken und die Glocke aktivieren. Ich zeige euch mal, wie das Ganze ist. Also hier ist der Abo-Button. Daneben ist die Glocke. Ich habe die nicht aktiviert. Das liegt daran, dass ich die auf dem Kanal sowieso viele Sachen habe, die ich regelmäßig gucke und deswegen dann nicht, dass ich brauche. Aber wenn ihr das wollt, könnt ihr das natürlich gerne machen. Da verpasst ihr nichts mehr. Hier könnt ihr ein Like da lassen. Das mache ich jetzt auch mal. Und ja, wie gesagt, ich würde mich über dasselbe freuen. Wenn ihr das Ganze bei den Kollegen von Extra 3 machen wollt, unten in der Videobeschreibung ist das Ganze verlinkt. Da könnt ihr draufklicken, landet direkt bei dem Video und könnt da das Ganze hinterlassen. Wenn ihr sonst habt Anregungen, Kritik, Vorschläge, was man reacten könnte oder sonst irgendwas, was ihr loswerden wollt zu diesem Kanal, würde ich mich freuen, wenn ihr das unten in die Kommentarsektion schreibt. Und ich werde darauf antworten und eingehen. Wie gesagt, wenn ihr Vorschläge macht, was man reacten könnte und es reactbar ist und man es auch darf, seht ihr ja, macht man das. Nächste Woche haben wir mal einen neuen mit Vorschlägen zum Reacten. Mir bleibt nur noch zu sagen, Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal, eure Josie.